Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. Ja, es geht natürlich wieder weiter. In der letzten Folge haben wir ihn hergestellt, den Allo und den Dilo. Und natürlich ein bisschen fotografiert. Oh, habt ihr gesehen, wie das aussah? Krass. Okay, aber das waren natürlich nicht alle Dinosaurier, denn es gibt natürlich noch mehr. Wir haben zum Beispiel hier den Hera. Und der Hera weiß ich zu 100%, er sieht beautiful aus. Hier oben ist er. Er sah schon in Jurassic World Evolution 1 richtig gut aus. Und ich denke mal, hier wird er nichts anderes tun. Und ich glaube, wir setzen den hier so hin. So, dann wollen wir noch mal gucken. Also, sein Gehege ist fertig. Er ist jetzt auch fertig. Eingehende Übertragung. Leben fangt 3 Stück. 2 Stück bestimmt. Nee, wir kriegen 3. So, Hera, du darfst rauskommen. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Also, ich weiß, er sah früher optisch wirklich Bombe aus. Okay, wir haben jetzt 17 Dinos schon gesehen, Mann. 17 Stück. Aber in Zukunft, denke ich mal, wird es genauso wie im ersten Teil mehrere DLCs geben, wo man halt die ganzen Dinosaurier kaufen kann und dann, ja, spielen kann. So, Hera. Ja, er sieht genauso aus wie im ersten. Halt klar, ne, die Grafik ist ein Ticken besser geworden. Aber ich bin gespannt, wenn er seine Augen aufmacht. Beziehungsweise, wenn er hier unten ist. Und da haben wir ihn. Augen auf. Ja gut, er geht auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, also die Krios sind viel, viel besser. Aber es sind wunderschöne Raptoren. Sehr, sehr schöne Raptoren. Und große auch noch dazu. Stimmt, wir kriegen ja die normalen Velociraptoren, kriegen wir ja auch noch. Und die werden nice. Okay, bis jetzt machen die nichts. Das bedeutet, dass der Ranger ganz schnell jeden davon überprüfen kann. Na, wer trifft sich denn da? Was habt ihr vor? Ah, die haben was vor. Ja, ja, irgendwas haben die vor. Oh! Spiel? Kampf? Hä? Was hast du denn schon wieder gemacht? Ja, die haben diagnostiziertes Leiden. Und zwar alle. Wenn die jetzt schon hier sind, dann wollen die ausbrechen. Ja, 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 ich beobachte dich. Bist kein Spino und kannst einfach so durch den Zaun durchlaufen. Hast du mich verstanden? Zurück! Hi! Hi! Guten Appetit! Oha, sein Auge sieht voll freundlich aus. Oha! Okay, du machst das so wie die anderen Raptoren. Okay. Oh! Ui, schnell raus hier! Das sieht aber auch krass aus und das Verhalten, was die hier in Szene setzen. Ja gut, das war gerade wie in Forza zurückwärts spulen. Funktioniert auch hier in diesem Spiel. Okay. So, was habt ihr denn? Kleiner Bruch. Die machen es wieder. Haben die sich vielleicht so einen Bruch geholt? Na okay, funktioniert ja aber eigentlich. Eigentlich machen die ja nichts Schlimmes. Hm, komisch. Also, das Auto macht nur halbe Sachen. Kannst du den da hinten auch? Ja, Pech gehabt, Pech gehabt. Töte sie. Oh mein Gott. Schön rein da, schön rein. Seid ihr noch bei ganz groß oder wie man das jetzt nennt? Kein Wunder, dass die Dinosaurier Brüche haben, wenn die Autofahrer hier so anfangen. Auch noch mit dieses krasse Teil. Okay, dann können ja hier jetzt den nächsten Dinosaurier rein und wir werden einen großen holen. Ich würde sagen, den Albertosaurus. Ui, ganz hübscher. Ach ja, wir haben es geschafft. Lebenfang ein Albertosaurus. Okay, das bedeutet, er wird dann so sein wie der T-Rex. Oscar Schamas verärgert. Also ganz ehrlich, ich entlasse euch. Es ist mir doch egal. Seid doch verärgert. Entlassen, weg mit dir. So, bam. Wer verärgert ist, wird gekündigt. So ist es. Oh, Freunde, wir haben ihn hier. Zeig dich. Eieiei, das ist er. Man muss wirklich sagen, die Grafik sieht wirklich bombastisch aus. Guck mal, sogar wenn ich nah ranzoome, sieht es wirklich noch richtig gut aus. Guck mal, so sieht es erst komisch aus. Aber so sieht es schon wieder gut aus. Okay, du hast zwar andere Farben als wir auf dem Bild eben gerade. Dennoch bist du bildhübsch. Oha, das ist also der Alberto. Komm, brülle, wir wollen dich sehen. Wir wollen deine Zähne sehen. Guck mal, wie seine Haut glänzt. Ja, guck mal, das will ich doch sehen. Eine falsche Richtung, aber ist nicht schlimm. Telefon? Warte mal. Hä? Der hat ein Telefon gefressen. Oder? Wartet.
Wir gehen mal weiter zurück. Bitte? Ich komme gerade nicht mehr klar. Welchen Dude hast du gegessen? Es kann eventuell sein, wirklich, dass das ein Easter Egg ist. Ich weiß halt sonst nicht, wo der Alberto jetzt drin vorkam. Dass er einen Mensch gefressen hat, vielleicht sogar ein Paar. Und dass deren Eltern zum Beispiel oder deren Freunde, die sich Sorgen machen, ne, sie gerade anrufen und denken so, ja, warum gehen die denn nicht ran? Okay. Ja, ja. Der händisch schluckende Albertosaurus. Cool. Ranger, du musst mal ganz kurz herkommen, weil du musst ihn kurz abchecken. Okay, dann wollen wir doch mal. Wir können von ihm ganz kurz auch ein Foto mal machen. Nein! No, 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 no! Warte! Was hast du denn? Kollegen. Wir gucken mal ganz kurz. Wo willst du denn hin, mein Freund? Kannst du mal bitte einen Mensch essen? Ja, ey, wie oft rufen die denn noch an? Das wird mir auch ein bisschen auf den Sack gehen, ne? Fehlender Fails und Gefahr für die Gäste. Ja, kein Problem. Du kannst gerne wieder da in andere Seite einbrechen, okay? Genau, zu deiner Rechten. Er hat keine Ausdauer mehr und er wird gleich einschlafen. Gute Nacht. Schlaf gut. Guck mal, hat er hier wenigstens so einen kleinen Zufluchtsort. Telefon verschluckt. Ist in Panik. Ja. Ja. Verlegte Besitztümer müssen aus dem Magen eines Saurus entnommen und an ihre Besitzer oder Angehörigen zurückgegeben werden. Zuschauer Anlage betäuben und Transport zu einer... Wir müssen ihn betäuben? Oh. Warte mal. Dann können wir es mit denen hier auch machen. Jetzt habe ich's verstanden. Großer Bruch. Oh mein Gott. So, dann wollen wir doch mal den ersten hier wegbringen. Und zwar... hierhin. Hä? Ja, müsst ihr beide ran. Ich hoffe, ihr kündigt nicht. Okay, Achtung! Der Albertosaurus ist da. So, was machen die jetzt? Ja, gut, ihr wisst aber schon, er hat ein Handy verschluckt und muss nicht sauber gemacht werden. Ach, guck mal, wie süß. Gute Nacht. Behandlung abgeschlossen. Achso, das war's schon. Das bedeutet ja, ich mach das mit denen ja auch ganz kurz. Guck mal, wer angekommen ist. Der Hera. Der wird jetzt auch einfach nur eingesprüht und dann, denke ich mal, wird es dem auch schon wieder besser gehen. Und da ist er auch fertig. Transportieren, einfach wieder hin und jetzt das noch mit den anderen beiden machen. Eieiei. Ja, und solange die jetzt geheilt werden, wir können, glaube ich, noch ein Dino holen. Dann haben wir die Mission hier unten fertig. Ich werde das jetzt so machen, dass wir, glaube ich... Ich weiß nicht, ich glaube, die Troodons waren noch da, dass wir die gleich holen werden. Gut, jetzt müssen wir ganz kurz aber gucken, dass wir... Ja... Metriacanthosaurus oder Troodons? Ich würde sagen, Metria... Guck mal, das sind die Troodons. Und das ist der Metri... Oh, okay, wir holen den. Das sieht schon dicken besser aus. Und da... Drei Stück? Nichts. Oh Gott. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich glaube, das Gehege ist für die... ein Ticken zu klein. Also, ich bin wirklich gespannt. Es kann sein, dass es zu klein ist, aber es muss ja nicht. So, als erstes gleich den Ranger herholen, bevor hier irgendwas... Sorge dafür, dass alle... Oh mein Gott! Viel auf dem Spiel, wenn ja, ich Ian! Täusche. Ich weiß! Und ich täusche mich nicht. Ich mich auch nicht. Wir sind dabei, eine neue Beziehung Oha! Aufzubauen. Was ist denn... Okay! So, da haben wir ihn! Nee, der Alberto sieht besser aus. Also, ich finde, das Grüne passt ja mal gar nicht bei ihnen rein. Das hätte lieber, ja, einfach nur schwarz sein müssen oder halt dieses gelbe Wasser, oh, beige Wasser haben. Ja, das ist er. Was passiert hier? Ui. Warum? Oh, auch die Schmusen. Sondern zu unserem Nutzen. Was war das? Sie denken, das tun wir auch jetzt? Sagen Sie doch, die Schmusen, oder? Das ist auch schon wieder ein Pärchen. Egal wie winzig. Süß. Führt zu Veränderung. Was sich neckt, das liebt sich, heißt es doch, oder? Für den Moment müssen wir das akzeptieren. Ach ja, die reden auch im Hintergrund. Keine Ahnung, was genau, aber... Ist es dafür zu sorgen, ja, die Dinos interessieren mich. Problem ist halt, manchmal laufen diese komisch rückwärts. Ich frage mich nur, warum. So, wir müssen jetzt ganz kurz gucken, Ranger. So schleunigst wie möglich hier hinten hin. Let's go. Ich glaube, die machen aber auch gar nichts. Die sind sehr, sehr vorsichtig, weil sie etwas sehen können, was sie noch nie gesehen haben. Oder vielleicht macht er sich auf die Jagd. Das war too late, my Freund. Ja, komm, höher, höher, höher. Ja, wir sind fast da. Ja, geht doch. Perfekto.
So, und jetzt eigentlich müsste diese Zahl hier steigern. Aber irgendwie hat das Spiel ja immer dabei einen Fehler. Ich glaube, eventuell, ich habe einen Plan. Und zwar müssen wir alle, egal welchen, wir müssen alle sofort aufgedeckt haben, dass sie 100% haben. Ansonsten klappt es nicht. Nur das hier ist jetzt rot. Wenn der Rest ja funktioniert, dann sollte ja eigentlich alles klappen. Fahrzeug gefährdet. Ah, guck mal hier. Deswegen geht es nicht. Ihm fehlt Sand. So, guck mal, das bekommst du doch. Natürlich. Komm mal hier, zack. Na, wie sieht's aus, mein Freund, da? Gefällt dir das so? Schön viel Sand. Ach, guck mal, jetzt funktioniert es. Endlich, wir haben's geschafft. Die Mission ist fertig. Ey, wir haben einige Dinos heute kennengelernt, aber der hier hat's mir irgendwie so ein bisschen... Ja, er sieht jetzt nicht so ultra krass aus vom Aussehen her, aber es ist schon ein wirklich, wirklich schöner Dinosaurier. Der schönste in dieser Folge, finde ich jetzt persönlich. Ich weiß ja nicht, was ihr von dem haltet, aber ich denke mal vielleicht ja was Gutes. Die haben mir auf jeden Fall bis jetzt, also in diesem Park jetzt hier, haben die mir am besten gefallen, weil die sehen wirklich optisch wunderschön aus. Was ist denn da los? Oder die Saurier. Rückwärts schon wieder. Jetzt laufen sie schon wieder. Was macht ihr denn mit meinen Autos? Was passiert hier? Achso, er wollte sich nur schlafen legen. Okay, dann Auto, verzieh dich. Sofort. Okay, eingehende Mission abgeschlossen. Kalifornien ist auch beendet. Ey, dann wette ich. Nächste Folge. Ich denke mal, da werden die Pflanzenfresser kommen. Oh, da bin ich echt gespannt. Yosemite. In der Sprache des Miwok-Stammes bedeutet das Tal derer, die töten. Passend, nicht wahr? Die Starken jagen die Schwachen. Der Jäger und der Gejagte optimieren permanent ihre Größe, ihr Aussehen, ihre Stärke, ihre Sicht und Geschwindigkeit. Der Verstand wird immer besser in der einen Aufgabe, die zum Überleben notwendig ist. Die Evolution ist ein nie endendes Wettrüsten, das bis heute andauert. So ist das Leben. Es begrüßt Veränderung. Und nun sind die Saurier in das Tal derer, die töten, zurückgekehrt. Die Frage ist nicht, gehören sie in den Yosemite Park? Das tun sie ganz sicher. Nein, nein. Die Frage ist, werden sie bleiben? Das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Oh, warte mal. Chaos Theory, herzlichen Glückwunsch zum Abschluss der Kampagnenmodus. Wir haben ihn durch. Probier doch als nächstes Chaos Theory, also Theorie, Jurassic Park aus. Hilf Dr. John Hammond dabei, seinen Traum von Jurassic Park zu verwirklichen, während du die Grundlagen zum Erschaffen eines Dinosaurierparks erlernst, der sowohl sicher als auch profitabel ist. Okay, also haben wir die Kampagne durch. Ja, Freunde, wenn ihr das sehen wollt, wie gesagt, lasst es mich wissen. Ich hätte Bock drauf und ich denke mal, ich werde es auch machen. Ich habe das gespielt schon, das durfte ich schon mal testen, ne? Und ich sage euch nur, Rexy und so weiter, die kommen auch dort drin vor. Ja, Freunde, das war's wieder von der weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mal auf jeden Fall ein Kommi, Like oder ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal.